Schießt da auf Vark. Menno. Hast du Vark schon losgeschickt, oder was? Na, Vark ist mit den Wölfen unterwegs bei der Eisenmine. Der amüsiert sich. Oh, ich soll vielleicht mal jetzt... Jetzt kann ich... Hä, wieso kann ich jetzt keine Zitadelle bauen? Der hat mir vorhin gesagt, ich kann mein Haupthaus ausbauen. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ich finde das jetzt nicht so amüsant. Nur weil Vark da... Jetzt ich ihm dann mal was rüber. Ich glaube, ich kann auch bald wieder Wölfe machen. Oh, da kommt schon wieder ein Trupp Schwertkämpfer jetzt. Alter! Ich werde es euch schon zeigen. Komm, jetzt zerstören wir den mit Wölfen. Nee, ich zerstöre ihn ja nicht. Ich will nur diesen blöden Turm wegmachen. Die Eisenmine kann er gerne behalten. Da ja, ist kein Problem mit. Ich will nur ein bisschen trollen gehen. Trollololololololol. Ja. Wenn erstmal eine Reiter kommen, wenn ich irgendwann 50.000 Taler habe. Wie wär's, wenn ihr euch erstmal da angreift? Ja, kommt gleich. Was? Ich hab 5 Drops Bastard-Schwerkrämpfe, okay? Was? Ach, komm, niemals. Willst du sie sehen? Nö. Ich schick sie dir schon runter. Noch sind sie friedlich. Noch sind sie friedlich. Na gut, schon. Ach nee, Ach, ist das schäbig. Ich hab so wenig Taler. Das ist ja echt ärgerlich. Ich bin jetzt auch pleite, seitdem ich Truppen ausbilde. Oh, Mark ist fast tot. Verdammt! Mark ist tot? Nein, noch nicht, aber fast. Er ist tot. Verdammt. Oh. Das kommt davon, wenn man mich immer angreifen will. Ah, Mark! Ich werde dich rächen. Jetzt kommt es gleich mit Kanonen und wer weiß Gott, welcher Scheiße. Jetzt kommt meine unschlagbare Armee an Speerträgern kommt jetzt. Speerträgern? Oh. Ja, das ist wirklich geile Forschungsaktion. Ach, ich kann gar nichts mehr forschen, wenn ich kein Holz und gar nichts habe. Ach du Heilige. Das ist ja ganz geil. So, und jetzt habe ich hier ein paar so Trupps, die noch nicht voll sind. Ich hab gedacht, die Eisenmine nicht. Nee, das haben die wieder automatisch gemacht. Das wollte ich gar nicht. So, blöder Ballisterturm da. So, Vark kann sich wieder hier hinstellen. Ich betten in eurem Raum. Oh, na bitte. Lebt Vark jetzt wieder? Vark lebt wieder. Ich habe ihn gerade schnell wieder belebt. Ach, Scheiße. Wieso Scheiße? Ein Feind mehr. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend. Es wäre viel zu leicht, ihn zu retten. Es wäre viel geiler, wenn es wirklich so eine heldenhafte Rettungsaktion wäre. Das war eine heldenhafte Rettungsaktion. Wir kümmern uns. Ja, solange sie meine Eisenmine in Ruhe lassen. Was bist du gekommen? Lanzenträger. Was? Bist du mit Lanzenträgern gekommen oder was? Naja, die haben aber auch gereicht. Lanzenträger? Ja, Lanzenträger. Geht ja auf Speerträger. Ich hab schon ja, schön. Ja, okay, oder Speerträger, dann ist ja dasselbe. Oder? Was sind's? Lanzenträger sind besser. Du kannst ja mal runter zum Dorfzentrum kommen. Ich hab da ein Geschenk für dich. Oh, ein Geschenk? Okay, pass auf, Türme. Nein, Türme nicht. Aber ja. So ähnlich? Nein, ich habe schöne Trupps aufgestellt. Ach so. Okay, jetzt kommt's wieder. Der Just for Fun Kriege. Schon mal daran gedacht, ein paar Oh, verdammt, ich habe ja. Oh, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Ich habe ja totale Armut an Bauernhofplätzen und so ein Krams. Armut. Sollte ich mir vielleicht mal was gegen machen? 7 Eisen wird noch benötigt. Na, scheiße. Alter, ich hab 3 Eisenminen und bei mir noch zu wenig Eisen. Bei mir sieht's ja ganz gut aus eigentlich mittlerweile. Schmiede ist auch zu langsam. Schläft auch ein bei der Produktion. Alter, ich hab immer noch nicht Legierung. Das Problem ist, ich hab mehr Eisen als Taler. Das ist echt witzig. Na, Taler hab ich jetzt 30, Eisen hab ich 50. Mua. Taler habe ich 1000, Eisen habe ich 2500. Oh! Ich hatte ja auch immer so viel Eisen, aber jetzt habe ich aus dem Eisen. Ich kann ja nichts produzieren, leider damit. Ich kann jetzt hier aus dem Eisen Bastardschwertkämpfe gemacht. So, Buchdruck, jetzt kommt Buchdruck. Buchdruck? Das muss sein. Wir brauchen halt Taler. Das Blöde ist, rings um die Festung ist überhaupt kein Platz, da irgendwelche Bibliotheken hinzubauen. Ich glaube, ich schicke jetzt mal jemanden, dann. Damit ich Pilgrim wiederbeleben kann. Och nö. Aber danke, dass du es ankündigst. Dann kann ich da nochmal meine Verteidigungsmaßnahmen verstärken. Okay.
So, noch eine Falle. Noch eine Falle. Ach, scheiße. Verkackt. Ich kann nicht mehr aufnehmen, ich muss irgendwo hin. Scheiße. Nein, du kannst mir aufnehmen. Ja, dann gibt es eine kurze Pause. Ja, Uni-Content auf meinem Channel, ne? Nee, jetzt nicht ganz. Oh, was ist das? Da war eine Falle. Salim und Salim laufen hintereinander. Aber wie wollt ihr eine Pause machen? Ich verstehe es nicht. Ja, in Ordnung. Naja, okay. Wo geht mein Salim überhaupt hin? Okay, ich werde jetzt erstmal dann die Aufnahme hier beenden. Ich weiß nicht, wie wollt ihr denn eine zweite machen? Macht ihr zwei zweite, oder? Ja, ich mach, ich nehme noch weiter auf, solange es noch geht. Okay. Ich weiß nicht, wann bei mir der Speicher überläuft. Vielleicht können wir heute Abend mal eine richtig ganz komplette Aufnahme machen. Eine richtig ganz komplette? Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Also bei mir müsste ich ausgehen. Naja, okay. Ja gut, ich würde sagen, ciao, ich bin jetzt erstmal raus hier. Okay. Wie ihr wünscht. Oh, kannst du so noch mitspielen. Jetzt reicht's. Ja, ich muss jetzt irgendwo hin. Oh, verdammt. Jetzt macht er ernst, jetzt gibt's, glaube ich, ja, ja, genau, jetzt wird ernst. Ciao. Wir kümmern uns darum. Wird gemacht. Dafür sind wir genau die Richtigen. Na, gucken wir mal. Weißt du was? Ich gehe da nicht hoch. Dann kommt er runter und ich bin da unten nicht bewacht. Oh, warte auf das Netzwerk. Warte auf Paket vom Horst. Tatam. Also ich warte auf Zomplay. Ah, ist er jetzt echt aus dem Spiel rausgegangen? Weiß ich gar nicht. Ah ne, jetzt geht's weiter. Ah, Zomplay hat das Spiel verlassen. Tatsache. Okay, dann sind wir ja nur noch zu zweit da irgendwie. Ja, dann geht's auf die Eisenmine. Das kann ich. Ja, das machen wir jetzt mal. Alles abgebaut habt ihr. Alles abgebaut. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Garnison und jetzt. Ah, ich kann endlich. Endlich! Ich kann mir eine Bibliothek bauen. Natürlich. Beziehungsweise eine Bank. Wo bauen wir die denn hin? Alter, die kostet viel. 500 Holz, 500 Stein. Das ist heftig. Ja, mein Herr. Jo, schauen wir mal. Jetzt könnt ihr zeigen, irgendwie ist die Musik gerade wieder auf Null. Irgendwie ist gerade keine Musik da. Schade. Ah doch, jetzt haben wir wieder Musi. Ein bisschen Musi. So, ja, schade, dass wir so wenig Taler haben. Das ist echt ein bisschen doof. Natürlich. Ich hätte gern ein paar Metalle. Das springen wir mal alles hin. Ja, Zitadelle kann ich natürlich nicht bauen, weil mir ein Veredelungsgebäude fehlt. Das wollte ich mich doch verkohlen. Ihr habt mal nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Ach so, ja, Wohnhäuser fehlen wieder. War ja klar. So, ihr Dreiens, dann baut mal hier eine Steinmetzhütte. Kann ich jetzt mittlerweile ausbauen? Nein, immer noch nicht. Macht sie nieder! So, soll ich mal bei dir vorbeimarschieren? Ja, kannst du recht machen. Dafür sind wir genau die richtigen. Ja. Ich wag eigentlich. Ach, wag es hier hinten. Was macht denn da? Wie ihr wollt. Ja, wir haben natürlich wir haben ja auch die Blitzpartie hier gehabt. Da geht's dann natürlich nur noch mal schneller. Auch wenn die Truppen ja gar nicht so stark aufgebaut sind. Hast du ein paar Türme? Vielleicht. Vielleicht. Ja, müssen wir mal gucken. Ah, baut mehr Bauernhöfe. Ja, warum denn? Was soll ich mit Bauernhöfen? Wofür? Stein. Was will ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Benötigst du Zitadelle? Ja, ich will auch gerne Zitadelle haben. Oh, nicht genug Stein dafür. Und ich habe nicht genug Lehm dafür. Geil. Lehm habe ich 4000. Ich habe 280. So, gucken wir mal rein jetzt hier. Wir kümmern uns darum. In Ordnung. So soll es sein. Wie ihr befehlt. Wo sind wir denn? Da sind wir. Fettisch, ein Schatzmeister. Fettisch, ein Schatzmeister. Na, bitte. Kommt der erste Schatzmeister. Und jetzt kann ich auch endlich meine Zitadelle bauen, wenn ich genug Taler hätte. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, nicht genug zu essen.
Ja, wo ist der Rest von meinen... Ach, da sind ist der Rest von meinen Leuten. Oh, wo kommen die denn her? Oh, wo kommen die denn her? Oh, wo kommen die denn her? Hahaha. Na, jetzt wird's aber lustig. Jetzt wird's aber lustig. Jetzt wird's aber ganz lustig. Inshallah. So wird es gehen. Irek. Wir brauchen dich mal hier. Folgt mir in den Kampf für die Ehre. Folgt mir in den Kampf. So soll es sein. Hui, na, das wird jetzt natürlich eine lustige Geschichte. Ja, sehr schön. Komm, lauf mal noch ein bisschen weiter hier hin. Und bitteschön. Ja, das ist ganz nett. Kommt, haut sie tot. Haut sie platt. Na, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Salim wurde überwältigt. Was? Salim ist zu Boden. Ach, verdammt, ich hätte ja meine Leute noch heilen können, schnell. Ah, habe ich natürlich wieder nicht geschafft. Einige Siedler okay, komm. Haben keinen Lauf mal Platz zurück. Zum Nächtigen. Das wird jetzt hier gefährlich. Nur Mut! Wir werden siegen! Seid ihr hungrig? Seid ihr hungrig? Wird gemacht! Attacke! Das kann ich! Macht sie nieder! Na kommt! Haut sie weg! Ja! Ja! So, Ballistaturm noch. Bis in den Tod. Oh, da ist wieder einer von mir weg gewesen. Leider. Huh? Da ist ja was los. Da ist ja was los, ja, da ist was los. Boah. So, auf die Festung. Haut sie weg. Ah, da kommen noch ein paar Hauptmännerchens. Ah, die sollen mich nicht stören. Stört mich nicht in meiner... Wie ihr wünscht. Verdammt, ich würde gerne einfach euch angreifen, Leute. So, hier, einfach Angriff. Auf den Kerl. Haut ihn weg, haut sie alle weg. Los, meine Reiterhorden. Naja, Horden. Die paar Leute. Ja. Na gut, ich tue mein Bestes. Schade. Ich glaube, meine Truppen sollten noch ein bisschen stärker werden. Wäre vielleicht ganz gut. So, dann werden wir mal hier ein bisschen was tun. Oh, verdammt, wieso habe ich so wenig Taler? Das ist echt scheiße. Ich brauche mehr Taler. Steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn. Oh, Ballistaturm hatte ich auch noch. Dammit. Zwei Ballistatürme. Naja, gut. Können noch ein bisschen was machen. Oh, ich hab so drei Hauptmänner. Getan. Was? Drei Hauptmänner? Ja. Hast du noch oder baust du? Hab ich noch. Hast du noch, okay. Ja, dafür ist meine Armee ziemlich dezimiert jetzt auch. Ich habe jetzt nicht mehr wirklich was. Ich muss jetzt erstmal nachproduzieren. Es dauert ein wenig. Schade. Lass dir ruhig Zeit. Jojo, ich versuch's mal. Ich guck mal, dass ich das irgendwie hinkriege und ein bisschen mehr Zeit lasse. Aber zu viel Zeit will ich mir auch nicht lassen, bevor du dich wieder aufgebaut hast. Ach, verdammt, das hat ja wieder Taler gekostet. Scheiße. Ah, Taler. Diese ganzen Taler immer, dass man da so viel von braucht. Natürlich. Meine Bank könnte auch gerne noch ein bisschen mehr machen. Ha. Wo liegt... Ach, da hinten liegt Salem rum. Ah, gut. Gut, den holen wir uns dann irgendwann wieder. So, du darfst und du darfst auch. Ja, ja, komm. Steuern, sehr schön. Steuern. Wir wollen steuern. Ja. Oh. Und jetzt bin ich bestimmt gleich wieder arm. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Einige Siedler. Ja, geht ja sogar noch. Keinen Platz zum Nächtigen. Geht ja sogar noch. Haben eine neue Technologie. Ich habe da sogar noch voll viel Taler über. Wahnsinn. So, Marktplatz. Ah, warte, wie war es mit Steuerung gedrückt halten? Gibt's mehr? Nee, Steuer. Ja, doch, so. So, voll fett erforschen alles. Und jede Menge handeln. Ich bin im Arsch. Wieso? Du hast doch noch Truppen, oder? Nicht wirklich, ne?
Ja, aber du kannst auch welche nachbauen. Ja. Also, theoretisch. Theoretisch. Praktisch? Ressourcen müsstest du doch noch haben, oder? Nein. Nee, keine mehr. Hattest du also nur eine Eisengrube? Ich habe zwei Eisengruben, aber... Okay. Bei mir ist ja das Problem auch mehr die Taler. Und Taler müsstest du jetzt eigentlich wieder ordentlich kriegen. Taler habe ich eigentlich. Wollen wir tauschen? Ich gebe dir Eisen, du gibst mir Taler. Wenn es ging. Ja. Aber die Eisengrube hier, die ist... Da mir meine Eisengrube ja auf fieser Weise gestohlen wurde. Ja gut, das war ja... Da war ja Zombie schon raus. Da war ja dann nur noch 1 gegen 1 und dann da konnte man das dann machen, fand ich. Ja. Wir müssen ja auch irgendwie zum Ende kommen. Ne? Da baue ich mir jetzt mal die zweite Ressourcenstadt auf. Ja, mach mal. Ich habe, glaube ich, fast 3. Na gut, nee, eigentlich habe ich auch nur 2 oder so. Oh, da kommen Leibeigene. Oh, was waren die denn hier? Oh, verdammt. Aha, die wollen mir jetzt Ärger machen. Nee, die wollen keinen Ärger machen. Die wollen bloß vorbeigehen. Jetzt das Blöde ist jetzt, du weißt jetzt, dass ich da oben eine Eisengrube stehen habe. Das ist ein bisschen unschön. Gefällt mir nicht so. Wie ihr befehlt. Die laufen ja mal quer durchs Bild. Naja. Ja, natürlich. Ja, natürlich tun sie das. Ja, natürlich machen sie das. So, was können wir nochmal hier machen? Wir haben ein paar Taler da. Nicht viel, leider. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Reiter. Ich will Reiter. Ein paar schöne, nette Reiter. Oh, hey! Ich glaube, lauft hier ganz bei mir an meinen ganzen Eisenminen vorbei. Ich hab da nicht vor, vorbeizulaufen. Feinde greifen ihn an. So, sterbt mal alle da hinten. Was? Was? Das geht mal sterben, nicht. Freunde. Ja, was machen die hier auch? Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Glaube ich nicht. Das ist mal ehrlich. Wie ihr befehlt. Ja, Erex Rundumschlag ist nicht zu unterschätzen. Ach, sonst ist der doch auch nicht so stark. Ja, irgendwie manchmal haut er richtig rein, manchmal nicht. Es kommt, glaube ich, auch drauf an, wie nah die Gegner an ihm dran stehen. Deine standen ja gerade sehr dicht dran. Seid ihr hungrig? Wo hast du dich denn bitte ausgebaut? Ja, überall. Das ist mein Gebiet. Wieso ist das dein? Nein, das ist das Gebiet zwischen uns. Das ist neutrales Gebiet, da kann jeder hin. Geh ich da hin. Da bin ich auch schon. Das erklärt alles. Nein, ich hab echt nicht viel mehr. So. Ich lauf hinter dir her. Gucken wir mal. So, meine Schatzmeister arbeiten fleißig, das ist gut. Motivation brauchen meine Leute irgendwie nicht. Die sind motiviert genug. Oh, wann ist denn der Handelsplatz endlich mal fertig hier? Es regnet, ja. Ja, 35% abgeschlossen, das ist echt mickrig. So. Ihr könnt jetzt nochmal hier hin. Wie ihr wünscht. Ach so. Sind deine Leibeigenen draufgegangen? Ja. Ah, okay, weil Vark stand hier einfach so bei meinen anderen Leuten rum und hat irgendwie gar nichts gemacht. Dann wird es wahrscheinlich daran gelegen haben. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich schau mal bei dir wieder vorbei, ne? Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Ah, da kommen die Ballistertürme. Ah. Oh, da ist da doch wieder ein paar Truppen. Die bleiben ja einfach stehen, was soll das denn? Okay, gut. Ja, mein Herr, macht sie nieder. Sofort. Gut, da hat er doch ein paar Truppschen da aufgestellt. Oh, 3 Ballistertürme, das ist ordentlich.
bis in den Tod. Los, haut sie weg. Die Ballistatürme zumindest. Oder zumindest einen. Steuern und Sold wurden gezahlt. Ja, Herr, ihr werdet angegriffen. Mhm, wir werden angegriffen, das sehe ich. So, schaut mal. Und dann gucken wir mal rum. Oh nein, Vark darf nicht raufgehen. Nein, Vark, nicht sterben. Vark wird nicht sterben. Vark wird nicht sterben. Wird gemacht. So soll es sein. Bis in den Tod. Halt, wieso läuft Vark wieder zurück? Ach verdammt, ich hatte ihn auch ausgewählt. So ein Ärger. Eines Tages werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Ja, eines Tages haben wir die Weltherrschaft. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. So, den Hauptmann noch down. Sehr schön. In Ordnung. Dann können wir zurückreiten. Fröhlich. Wir kümmern uns darum. Jo. ja, schau noch mal, ne? Ich komme gleich wieder. Hier lässt es sich gut leben. Ich habe jetzt auch endlich mal ein bisschen Taler, das ist ja auch schon mal ganz nett. 700. So, jetzt habe ich noch 300. Hierfür benötigt ihr mit Taler. Ja, toll. Seid unbesorgt. Ich muss mir einfach einen Verteidigungsposten aufbauen. Nein, musst du nicht. Das ist dazu zwingt dich keiner. Das ist Das muss nicht sein. Doch. Nee. Da kümmere ich mich dann schon drum. Aber wird Vark dann zuschlagen und dann ist das auch alles nicht mehr so tragisch. Der Trupp hat schon einen Stern. Ja, von mir hat glaube ich gar kein Truppensternchen. So, wieder ein Zahltag. Sehr schön. Okay, die Technologie ist ganz wichtig, die mache ich mal. Ja, ah, ich wette, es handelt sich um Metallurgie. Hier gefällt es mir. Das handelt sich um Metallurgie, ja. Ah, wie nicht anders. Kanonentürme. Ja, das könnte ärgerlich werden. Ey, der hat mich doch nicht so einfach unterkriegen. Oh, nein. Wäre aber schön, wenn. Ja, wie ihr wünscht. Na gut, wäre natürlich dann ein bisschen einfacher, wäre zu einfach. Ja, genau. Ich bin Hattest du nicht hier unten irgendwo noch ein Dorfzentrum? War es nicht so? Das war da, wo die Kanonentürme, die Ballistatürme standen. Ach so, standen? Stehen die ja nicht mehr? Denn doch, steht noch einer. Aber ich habe eh schon mehr als zwei Dorfzentrum. Ah. Das gefällt mir gar nicht, was ich da so sehe. Da steht noch ein Bauernhof. Ist da etwa wieder eine Eisen... Ach, da ist auch wieder eine Eisengrube. Mensch. So was. Wo kommt die denn her? Genau die richtigen. Ihr werdet angegriffen. Überraschend. Auf in den Kampf. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Aber gern wird so, Leute. Was? Wieso habe ich einen Leibeigenen hier im Gepäck? Was soll das denn? Du kannst dich aber schnell wieder vom Acker machen, Freundchen. Läuft ja einfach ein Leibeigener mit rum. Was will der denn? So, schauen wir mal. Ja, das Wohnhaus könnt ihr da noch schön plätten. Bis in den Tod, seid unbesorgt. Und dann marschieren wir mal Richtung Siedlung. Ja, wird gemacht. Eigentlich war es ein bisschen anders geplant. Ich wollte da eigentlich so einen Überraschungsangriff machen, aber da standen wieder so ein paar lustige Minen rum, dann ging das nicht. Sofort, eure Arbeiter. So, dann marschieren wir mal. Dafür sind wir genau die. Ah, ich muss Salem auch mal wieder zum Leben erwecken, ne? Der liegt da immer noch irgendwo rum. Ich tue mein Bestes. Der Arme. So. Salem, ich rette dich. Ihr seid auf Feinde. Oh, jetzt geht's aber wieder los. Jetzt geht's aber wieder los. Für Ruhm und Ehre. Lasst die Furcht von euch abfallen und kämpft! Los, Leute, haut sie alle platt. Haut sie alle weg. In Ordnung. Ah, ihr schafft das doch. Mit links schafft ihr das. Was? Erik? Wieso Erik? Warum Erik? Was habt ihr getan?
Oh, meine Bogenschützen sind leider draufgegangen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ach so, deshalb sind meine Bogenschützen draufgegangen. Feinde greifen euch an. So soll es sein. So. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ich werd's euch zeigen. Attacke. Los, kommt. Schneller. Ah, oh, oh. Los, reißt sie ein. Die Festung. Reißt sie ein. Ah, komm, das schafft man doch. Komm, komm. Was? Wer hat mein Dorfzentrum weggehauen? Das da unten, das war schon längst weg. Das ist böse! Das ist böse. Wann? Ja, und bevor meine Reiter gekommen Feinde sind. Greifen euch an. Ah, juhu! Das Dorfzentrum hatte ich eingerissen, da, als ich oben bei deiner Mine war. Kurz davor hatte ich das Dorfzentrum weggehauen. Wurde mir gar nicht angezeigt. Ja, schönes Spiel, ne? Ja. Ja. So, Statistik wieder angucken, das ist das Schönste. Oh, das ist aber interessant so. Bei 3 Spielern sieht das auch gleich viel schöner aus noch. Ja. Soldaten. Oh. Ich hatte ja echt irgendwie die ganze Zeit irgendwie die meisten Soldaten. Na gut, ich hatte auch diese mickrigen Speerträger immer bei mir. Ja, Leibeigene. Arbeiter. Alter, du hattest aber echt einen ganzen Haufen Lehm. Nicht schlecht. Ja. Das ist ordentlich. Ja. Gut, Eisen. Taler gingen auch. Ja. Boah, Steine. Ich hatte auch so viel Steine irgendwie. Ihr hattet auch kaum Steine. Ach so, wegen den ganzen Türmen wahrscheinlich. Ne? Na, es wird sein. Und Holz. Yay, 13 zerstörte Gebäude. Yay. Du hast mehr Feinde getötet als ich. Also, ja. Na gut. Das war schon ordentlich. Ja. Der Überraschungsangriff. Ja, naja, euch Zuschauern hoffe ich, hat es gefallen soweit. Unser kleines Spielchen. Wir machen bestimmt ja nochmal irgendwie eine Runde, ne? Irgendwie die Tage oder so. Oder nächste Woche. Mal schauen. Gucken wir mal. Ja, dann verabschiede ich mich schon mal aus der Aufnahme und sage, also hoffentlich hat's gefallen und wahrscheinlich lade ich das ja hoch, ne? Macht's gut, ciao! So Leute, das war's für heute wieder mit dem Special Samstag. Ich hoffe, euch hat's soweit gefallen und wenn ihr hier oben meine Hand anklickt, dann kommt ihr zum nächsten Special. Wenn ihr hier unten klickt, geht es zur Playlist und ihr könnt natürlich auch auf mich klicken, dann kommt ihr zu meinem Profil. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns, ciao!